Herzlich willkommen zur Sendung Einschnitte. Ich begrüße Sie heute aus einer nicht besonders einladenden Gegend. Aber dort, wo meine Gäste unterwegs sind, ist es sehr selten einladend. Sie sind in den ärmsten Teilen Europas unterwegs, um dort zu helfen. Heute spielt diese Kleiderspende unserer Redakteurin Barbara ebenfalls eine Rolle. Und auch dieses Bild, diese Familie mit einer Mutter, die ihren Söhnen etwas mitgegeben hat, was der französische Dichter schon vor 370 Jahren La Fontaine gesagt hat: Anderen helfen ist ein Naturgesetz. Auf der Suche nach Menschen, die anderen helfen, fahre ich zu Beginn nach Welschnofen. Hier wohnt Familie Neckler. Dass Helfen ihr Leben bestimmen würde, war für die heute 47-jährige Maggie Neulich-Edel-Neckler schon früh klar. Doch ihre Arbeit sollte sich nicht nur auf ihren Beruf als Krankenschwester am Bozner Krankenhaus beschränken. 2 Wochen im Jahr hilft sie, seit 2003 fern der Heimat, im Sterbehaus von Mutter Teresa in der indischen Stadt Kalkutta. Du bist jetzt Mutter, hast 4 Kinder, hast einen Job hier in Südtirol. Und dann diese Entscheidung, hinauszugehen, weit weg von zu Hause, weit weg von Südtirol, um dort sterbenden Menschen nahe zu sein, dort zu helfen, das eigene Engagement. Was verändert das im Leben? Was macht das mit einem, eine solche Situation, auch diese 2 Welten zu leben, diese Familie auf einer Seite und auf der anderen Seite eben diese Leidenschaft auch des Helfens, des was bewirken Wollens? Wie gesagt, es war für mich so ein tiefer Wunsch, dass ich das einfach, und nachdem ich auch die Unterstützung von meinem Mann gehabt habe, ist das für mich so daraus entstanden, dass ich gehen habe gekannt und dass das mich so getragen hat, der tiefe Wunsch, weil ich gewusst habe, es ist die richtige Zeit zu gehen und es ist der richtige Ort, wo ich hingehen soll. Es hat sich so ergeben und es war richtig zu dem Zeitpunkt. Und das ist so, ich denke, wir sind auf einer privilegierten, in einem privilegierten Ort auf die Welt gekommen. Binz in Südtirol, wo wir haben eine wunderschöne Landschaft, wir haben genug zu essen, wir haben ein sauberes Trinkwasser, wir haben eine saubere Umwelt. Ich selber bin gesund und so. Und irgendwo hat man dann schon, denke ich, auch ein bisschen eine Pflicht, ein bisschen was zurückzugeben von dem Ganzen, was man selber erhaltet, auch ein bisschen was abzugeben. Nicht einmal an sich selbst zu denken, sondern auch an andere zu denken. Das ist mal sicherlich ein Grund. Und zweitens ist die Zeit in Kalkutta für mich immer so ein bisschen eine spirituelle Auszeit. Also es ist ein bisschen Leben mit Gott, weil es ist Gebet und Arbeit. Es ist nicht nur Arbeit, sondern auch Gebet. Und es ist also wirklich zu mir selber kommen, in meine Mitte kommen und vor allem, ich komme jedes Mal reich beschenkt wieder zurück. Also voller Dankbarkeit für die Begegnungen, die ich dort in Kalkutta habe. Man lernt so tolle Menschen kennen. Und die Begegnung gerade mit den Armen, die gibt einem ganz wahnsinnig viel. Man kommt, also das Herz ist voller Begegnungen und man kommt reich wieder zurück. Margarete Neulich-Edel brennt für das Helfen. Das spüre ich in jedem ihrer Worte. Sobald das Überstundenkontingent wieder groß genug war und einige Urlaubstage angespart waren, investierte sie diese in ihren Besuch bei den Ärmsten der Armen im Sterbehaus. Für ihren Ehemann und ihre 4 Kinder war diese Zeit immer eine besondere Herausforderung, aber auch Inspiration. In der Partnerschaft sollte man irgendwie jeden seine nötigen Freiräume lassen. Und wenn vom Partner der Wunsch und das Bedürfnis ist, so einen Arbeitseinsatz zu machen, dann glaube ich, sollte man das nicht nur respektieren, sondern unterstützen und gut heißen. Wie wichtig war dir im Leben das Helfen für andere sein? Das ist schon nicht eine Selbstverständlichkeit, das muss man ja irgendwo vielleicht auch in sich tragen. Bedingt durch meinen Beruf, wo ich ja sehr viel hilf und sehr viel mit Menschen zu tun habe, denke ich mal, das ist ist ein Privileg, dass man kann da helfen, dass man kann so eine Arbeit machen. Das ist nicht eine Arbeit, das ist eine Berufung vielleicht und eine große Genugtuung. Man kriegt ja sehr viel zurück. Man kriegt meistens mehr zurück, wie man gibt eigentlich, wenn man Menschen hilft. Wie ist es dann, wenn man mit 4 Kindern zu Hause ist und die eigene Frau in Kalkutta im Sterbehaus hilft, für dich als Vater dann? Wie war die Zeit mit deinen 4 Kindern? Ja,
Am Anfang war es schon schwierig, wenn die Kinder klein waren, war es schon schwierig, das alles unter Dach und Fach zu kriegen. Und die Kinder haben auch die Sehnsucht gehabt, die Mutter nach einigen Tagen wieder zu sehen. Und das war nicht ganz leicht, aber wir haben uns umso mehr gefreut, wenn sie wieder nach Hause gekommen ist. Und glücklich vor allem nach Hause gekommen ist. Als Kind ist es sicher, sieht man es nicht so wie jetzt im Nachhinein. Als Kind verbindet man es sicher auch mit Ängsten, dass die Mama eine lange Zeit weg ist, dass man nicht weiß genau, was passiert, was sie da tut. Und 2 oder 3 Wochen ist einfach eine lange Zeit auch für ein Kind. Das sieht man jetzt ganz anders. Und die Rückkehr, wenn sie wieder zurückgekommen ist, wir haben uns am Anfang gefreut. Und es war auch die Angst da, wenn sie wieder gestartet ist. Man sieht es einfach mit anderen Augen. Wenn man jetzt beide Eltern in so helfenden Situationen hat und erlebt und der Papa so mit einem, oder beide mit einem helfenden Beruf auch, wie ist das für dich selber? Wie siehst du dieses Helfen, dieses für andere Dasein? Gibt es sowas auch in deinem Leben oder kannst du dir vorstellen, später auch sowas in der Richtung einmal zu machen, ehrenamtlich in einem Verein? Also in erster Linie erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, dass es meine Eltern so machen. Meine Mama seit vielen Jahren, mein Tata, was auch dabei war, mein Opa. Das ist in erster Linie ein großes Vorbild auch für mich. Ich habe allem gesagt, ich möchte das auch machen, ich will mitkommen. Ich hoffe, das kann ich mir mal erfüllen, kann mal mitkommen, mir das umzuschauen, weil einfach sehr Erfahrungen mit denen gemacht haben. Und ich versuche auch jetzt im alltäglichen Leben ein bisschen das zu leben, was sie mir vorgeben. Und oft, wenn es nicht so leicht ist, nehme ich mir das allen wieder als Beispiel, dass ich das ein bisschen versuche nachzumachen. Die vierfache Mutter konnte immer auf den Rückhalt ihrer Familie zählen. Ich merke im Gespräch, dass es ihr unangenehm ist, über ihre Hilfe zu sprechen. Helfer arbeiten gerne im Verborgenen, erachten ihren Dienst als etwas Selbstverständliches. Doch so selbstverständlich ist dieses Engagement keinesfalls. Nicht umsonst wurde Margarete zusammen mit ihrem Vater Karl, den ich später noch kennenlernen werde, 2011 mit dem Helping Hands-Preis ausgezeichnet. Doch die wertvollsten Auszeichnungen sind für die Helferin die Begegnung mit dem Menschen in Kalkutta. Eine Begegnung ist besonders in Erinnerung geblieben, die Begegnung bei einem Außeneinsatz mit dem Helfer Albert in den Straßen von Kalkutta. Da hat man ihn ganz hinten in den Winkel eingegriffen und da lag ein Mann auf dem Boden, der war sterbend. Also ich hätte ihn vielleicht so 35 geschätzt und das war ein Menschenbündel, nur Haut und Knochen. Also es war erschreckend, den zu sehen. Er ist auf einer Plastikplane gelegen, in eigenen Stuhl und Urin, total verschmutzt. Also wir haben nur große Augen und geschaut. Ich habe gesehen, er hat hohes Fieber gehabt und es ist ihm richtig schlecht gegangen. Und ich sage dann zum Albert, den müssen wir mit ins Sterbehaus nehmen. Und es war dann schwierig, weil es sind keine Krankenwagen, die transportieren den. Dann ist der Albert ein Taxi suchen gegangen. Die Taxis haben nicht reinfahren, weil das war gefährlicher. Platz ist, dann haben wir den Rajesh genommen und haben ihn bis zum Taxi getragen und sind dann mit ihm ins Sterbehaus gefahren. Und die haben mich von dem Augenblick an um den Rajesh gekümmert. Ich habe ihn sauber gewaschen mit warmem Wasser, ich habe ihm das Lager gegeben, ich habe ihm Medikamente gegeben, er hat Durchfall gehabt, hohes Fieber gehabt, starke Schmerzen gehabt. Er hat vielleicht noch 35 Kilo gewogen, der Rajesh. Und wenn er irgendein Problem gehabt hat, der Rajesh, wenn er Schmerzen gehabt hat, wenn er Hunger gehabt hat, hat er allem nach mir gerufen. Und da ist eine ganz wunderbare Beziehung daraus entstanden. Die Dankbarkeit in den Augen von Rajesh, dieses Vertrauen in sie als Mensch, habe sie nicht mehr losgelassen, erzählt mir die erfahrene Krankenschwester. Doch dann wurde sie krank, konnte nicht ins Sterbehaus zum Arbeiten. Ihr Vater Karl und ihre Schwägerin, die damals mit in Kalkutta waren, gingen aber zum Dienst. Rajesh hat angefangen zu strahlen, also in dem Moment, wie der Tata einer gekommen ist, hat er gewusst, jetzt wäre ich gekommen. Und er hat angefangen zu strahlen, also von einem Ort zum anderen. Und dann sieht er meine Schwägerin kommen, er strahlt allem noch und dann sieht er, dass ich nicht komme. Und meine Schwägerin und mein Tata haben dann gesagt, der Rajesh ist wie in sich selber zusammengebrochen, also wie eine Hülle, die in sich selber zusammenfällt. Und am nächsten Morgen ist mir es dann zwar noch nicht so gut gegangen, aber ich bin dann trotzdem ins Sterbehaus gegangen zu arbeiten. Und ich gehe rein und die Tür rein und freue mich schon, in Rajesh zu sehen. Und sein Lager war leer. Also erst genau an dem Tag, wo ich nicht da war, gestorben. Nach 1,5 Wochen, wo ich ihn gepflegt habe. Und dann ist ein französischer Bruder zu mir gekommen. Das war ein Missionsbruder, der auch Volontär war. Der ist zu mir hergekommen. Der hat die innige Beziehung von mir und den Rajesh gesehen. Und er hat ihn auch viel begleitet, ist viel an seinem Bett gesessen und hat für ihn gebetet, mit ihm gebetet und war halt einfach auch viel da.
Und der hat dann gesagt, Maggie, hat gesagt, du hast jetzt einen Armen im Himmel, der für dich beten wird. Und das ist ein Satz, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist und der hat mich ganz, ganz tief berührt. Und effektiv ist es auch so, dass ich jetzt oft, wenn ich irgendein Problem habe oder es ist eine Situation, wo ich sage, jetzt brauche ich irgendwo Hilfe von oben, ich allein schaffe das jetzt nicht, dann kommt der Rajesh auch wieder zum Zug. Dann sage ich, Rajesh, jetzt musst du mir helfen. Also du bist mein Fürsprecher irgendwo jetzt bei Gott, wo wir alle irgendwann hinkommen. Du bist jetzt mein Fürsprecher und du musst mir helfen und er hilft jetzt mal. Also ich spüre dann ganz nahe noch. So wie Maggie Neulich-Edel und ihr Mann Erich Vorbilder für ihre Kinder sind, so war der heute über 80-jährige Karl Neulich-Edel stets auch Vorbild für seine Kinder und Enkelkinder. Ehrenamtliche Arbeit für die Allgemeinheit und anderen Menschen helfen, liegt Karl im Blut. Missionar wollte er werden, doch die Arbeit am heimischen Hof auf 1600 Metern war für ihn vorbestimmt. Vor 11 Jahren dann begleitete er seine Tochter nach Kalkutta. Karl, wie war das damals für dich, vor 11 Jahren mittlerweile, das erste Mal umzukommen, zu sehen, die Situation in Kalkutta, eine ganz andere Realität wie da in Südtirol und vor allem bei dir da herum auf dem Hof. Wie war der erste Eindruck? Ja, der erste Eindruck war für mich und vom ersten Tag schockierend fast. Gell? Weil das Klima, dann ist die ganzen armen Leute am Boden liegen, Kinder, alte Leute und die Krüppel. Alles, gerade vor dem Haus der Sterbenden alle, das war für mich bedrückend. Aber es hat so einen Tag oder zwei gedauert und dann, ist, wenn man das mal überwunden hat, dann war es herrlich. Das ist einfach ein herrliches Leben darin. Was hat das vorhin doch da für dich selber in deinem Alltag, das gesehen zu haben und dann das Gefühl, auch etwas dienen zu können, helfen zu können den Menschen? Das ist eigentlich... Ich habe den Gedanken schon von Jugend auf gehabt, gell, irgendwie etwas Soziales zu machen. Aber es hat sich nicht ergeben, Gott hat es nicht gewählt. Und dann bin ich halt erst in 2003 dann hinübergefahren mit der Margarete. Und das ist von mir jetzt um und auf und alles. Inzwischen hat Karl auch die Patenschaft für ein Kind in Indien übernommen, gibt einem armen Jungen eine Chance auf Ausbildung und ein Leben ohne Armut. Helfen öffnet die Türen zum Glück. Wie ist es, diese Dankbarkeit von diesen Menschen zu spüren? Ach, das kann man nicht beschreiben. Es ist ein Lächeln. Wenn man ein Jahr mal nicht etwas gibt, gell, dann kriegt man ein Lächeln her. Und da, das erfüllt dann einfach, man ist glücklich. Eigentlich, jetzt kann ich das hinfügen, es ist die glücklichste Stunde meines Lebens, wenn ich sterblich habe verbracht. Wenn sich ein Bergunglück ereignet oder wie in Amatrice die Erde bebt, dann ereilt ein Hilferuf auch einen Helfer hier in einem kleinen Weiler in der Nähe von Sterzing, Emanuele Malfatti. Was es für ihn heißt, zu helfen, in Einsatz zu gehen, das frage ich ihn jetzt. Emanuele hat das Helfergen von seinem Großvater und Vater geerbt. Beide waren Bergretter. Er wuchs also mit dem zeitlichen Verzicht auf Nähe seiner Liebsten auf, weil diese Leben retten und ihren Dienst dem Nächsten widmen wollten. Sehr früh engagierte sich der zweifache Familienvater im Weißen Kreuz, im Zivilschutz und bei der Bergrettung. Manuel, wie ist das für dich, zu starten, dort eine Familie, das Haus zu verlassen und in eine Situation zu gehen, von der du vorher nicht weißt, was kommt auf dich zu, was erwartet dich da? Wie stellst du dich mental auf solche Situationen ein? Eigentlich überhaupt nicht. Da stelle ich mir nicht ein, das ist schwierig wegzugehen von der Familie, weil man die Kinder da hat und die Frau, aber ich weiß, die Frau macht das eigentlich alles. Ich tue das einfach gern und man weiß nicht, was davon zukommt, sagen wir mal so. Und man versucht einfach das Beste daraus zu machen, sagen wir auch. Und auch nicht zu viele Risiken einzugehen, wo es aber halt mehr Restrisiko ist, sagen wir mal so. Bei der Bergrettung überhaupt jetzt. Weil das sind Einsätze, man weiß nie, was nachkommen kann oder wie auch immer. Beim Zivilschutz ist es relativ ein leichter kommen. Gelassener hingehen vielleicht, weil man weiß, man kommt hin in ein Camp oder man fährt mit auch mit Markus als Einsatzleiter und sucht einen Punkt aus, wo keine Gefahren sind oder relativ wenige Gefahren. Also ist das alles relativ sicherer, sagen wir mal so. Ist es
die Dankbarkeit auch von den Menschen, was einem weitermachen lässt, sagt, okay, ich bin bereit, auch viel Zeit zu opfern, weil eben der Gärtner der Familie weg auch diese Zeit oft am Wochenende, sich weiterzubilden, fortzubilden. Was ist es, was die antreibt? Der Kopf, die Leidenschaft. Da, das kann ich nicht, das kann ich hart erklären. Es ist Dankeschön für die Menschen. Es ist aber einfach die Leidenschaft. Es gefällt mir einfach. Ich tue gerne etwas freiwillig, tue gerne in der Leitung einfach helfen. Es ist Leidenschaft, ja, Berufung. Ich weiß es selber nicht. Seine Söhne Marco und Matthias sind es inzwischen gewöhnt, dass Papa abrufbereit sein muss, um anderen Menschen zu helfen. Sagen wir mal, die Familie leidet vielleicht ein bisschen drunter, sie versteht es, aber es ist einfach etwas Schönes, Freiwilliges zu machen, weil sonst tut es wahrscheinlich niemand oder wenige. Du hast ja Vorbilder gehabt, du bist ja Vorbild für deine Söhne. Was möchtest du für deine Söhne in Zukunft da, dass sie auch das Gespür haben, anderen Menschen zu helfen, auf ihre Art und Weise dann? Es kann ja keine andere Organisationen sein, aber es kann einfach die alltägliche Hilfe auch sein. Was möchtest du das auch für deine Kinder, dass sie dieses Gespür, diese Leidenschaft entwickeln? Ich hoffe sehr stark, dass die Kinder irgendetwas dienen, ja. Sei es jetzt bei der Feuerwehr, bei der Bergrettung, beim Weißen Kreuz, beim Rettungsdienst, beim Zivilschutz, beim Roten Kreuz, wie auch immer. Das ist relativ gleich, aber ich hoffe mir, dass ich auch die Leidenschaft oder die Berufung, ich weiß nicht, wie man das heißen soll, das Gefühl, jemandem zu helfen, haben oder mitkriegen oder damit aufwachsen. Oft kommen Helfer an ihre Grenzen und werden mit Tod, Leiden und Verzweiflung konfrontiert. In solchen Momenten sind Familien oder andere Helfer wichtige Gesprächspartner, um Erlebtes zu verarbeiten. Emanueles Ehefrau Barbara war selbst Weißkreuzhelferin. Der Dienst am nächsten musste dann dem Familienleben weichen. Es war und ist nicht immer leicht, einen solch engagierten Helfer wie Emanuele an ihrer Seite zu wissen, erzählt mir die zweifache Mutter. Barbara, du hast deinen Mann ja kennengelernt in einer, in dem Sinne, Helfersituation. Du warst beim Weißen Kreuz, er war beim Weißen Kreuz. Ja. Wie siehst du dieses Helfen, anderen helfen im Leben? Ist das etwas, was Teil vom Leben sein sollte? Ist das wichtiger für dich, dass das auch in eurer Familie an so einen Stellenwert hat und so eine Wichtigkeit? Ja, also von mir aus gesehen ist Helfen anderen gegenüber schon wichtig. Ich meine, wenn uns betroffen war, dann war ich auch froh, wenn sie da weiterhelfen. Leider denke ich mal, in gewisse Situationen, also wie man gerade, wenn so Lawinenabgänge oder so Sachen sein und wo Warnungen sein und so, wo sie noch dicht reingehen, also selbst finde ich ein bisschen verantwortungslos oder das ist schwierig zu erklären, weil ich denke, es sind auch Familienväter, aber auch die anderen nehmen die Retter gegenüber. Wie gesagt, die sind auch mal Familienväter oder haben Familie zu Hause und ja, die sind ja auch in Gefahr. In dem Sinne ist ja nicht leid, dass sie da auch gehen retten, um die anderen zu suchen und zu helfen. Sie bringen sich auch in Gefahr. Ich denke mal, das muss man von zwei Seiten sehen. Hat es Momente gegeben, wo du auch gesagt hast, überleg das, ob du es noch lange machen willst, du hast eine Familie, du hast ja zwei Kinder daheim, wo man schon vielleicht ihn ein bisschen bremst, den Mann, und sagt, wir sind auch da, und wo man ein bisschen egoistischer vielleicht in dem Moment auch denken sollte? Es hat sicher solche Momente gegeben. Er ist halt weg gewesen, er ist nicht zum Vergnügen weg gewesen, aber wo ich wirklich auch gesagt habe, ich meine, du hast eine Familie. Er war es allein, und das ist ihm auch bewusst, aber es ist hart, er hat seinen Kopf auch. Und er will das dienen, weil es wie mir kommt bei ihm selber vor, ich bin ja beim Weißen Kreuz gewesen und jetzt, die Kinder sind ja wie auch. Also ich gehe auch wieder zurück zum Weißen Kreuz, einfach. Ich tue das auch gern, das helfen. Und er tut das gern und das ist sein Ding, sagen wir. Ist schwierig. Ein Einschnitt für Emanuele war vor kurzem sein Einsatz im Erdbebengebiet in Amatrice. Wochenlang half er in der mobilen Feldwäscherei mit. Er sorgte für saubere Bekleidung für die Helfer und auch für die Bevölkerung. Helfer wie Emanuele sind Teil des großen Zivilschutznetzwerkes,
auf das der Zivilschutzleiter im Weißen Kreuz, Markus Leimecker, zurückgreifen kann. Markus, aus deiner Erfahrung aus, was ist das für ein Typus Mensch, der sich als Helfer, als Freiwilliger auch bei Einsätzen, wie es in der Matrice unten war, zur Verfügung stellt? Es ist auch einerseits schön, sagen zu können, es ist der typische Südtiroler. Weil in Südtirol bei uns speziell ist dieses Helfen wollen sehr ausgeprägt vorhanden. Wir mögen uns anschauen, wie die Rettungswelt in Südtirol ausschaut, von den Freiwilligen im Weißen Kreuz bis zu den Freiwilligen Feuerwehren, wenn man den Bergrettungsdienst dazu zählt und die unzähligen anderen Freiwilligen, die wir in Südtirol haben, da kann man sagen, das ist genau der Typ Mensch, der, wenn es darauf ankommt, sagt, ich bin da und ich bin bereit zu helfen. Wie verändert sowas Menschen? Nehmen wir jetzt junge Feuerwehrleute oder Zivilschützer, die das erste Mal auch mit dem Thema in Verbindung kommen. Wie verändert das nachher? Also, man muss einmal voraussetzen, dass wir niemanden unvorbereitet in so einen Einsatz schicken. Das heißt, alle Helfer, die so einen Einsatz machen, sind geschult, sind vorbereitet worden auf ihre Aufgabe. Das ist ganz wichtig, um die Leute nicht unvorbereitet vor so ein Ereignis treten zu lassen, um sie nicht zu verbrennen, wie man so schön sagt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch sagen, wir bereiten die Leute vor. Und dann gibt es eigentlich niemanden, der nicht zurückkommt und sagt, das war eine bereichernde Erfahrung und ich tat es jederzeit nochmal. Vom Zivilschutzlager in Bozen nun in ein Lager, in dem Hilfsgüter für die Ärmsten der Armen in Rumänien gesammelt werden. Hier sind die Freiwilligen des Vereins Kinder in Not im Einsatz. Ich kann nun auch die Kleiderspende unserer Redakteurin Barbara an der richtigen Stelle abgeben. Vizepräsident des Vereins ist Georg Schondorf. Geboren in Bozen, aufgewachsen in Brixen, wo die Familie Schondorf in einem Fertighaus wohnte, führte er jahrelang erfolgreich als Weinhändler ein Geschäft in der Bonnecker Stadtgasse. Dann die Lebenskrise, der Wunsch, den Jakobsweg zu machen. Ein Zeitungsartikel über ein Dorf in der zweitärmsten Region Europas in Rumänien hat in dieser Zeit vieles in seinem Leben verändert. Er entschied, sich im Verein zu engagieren, baute das Fertighaus in Brixen ab und brachte es 2008 nach Rumänien. Der Dienst am nächsten war plötzlich für den Geschäftsmann sein neuer Lebensinhalt. Ja, also mein Leben ist sicher reicher geworden dadurch. Also keine Routine mehr. In Brunnig, in der Weinhandlung, hast du eben das Weihnachtsgeschäft, das Sommergeschäft, dann flaut es wieder ab, das Geschäft, dann fängt es wieder an. Das geht so an weiter. Ich habe schon die Kunden sehr gern gehabt, die Gespräche, die Treffen mit den Winzern. Es war sehr, sehr belebend für mich. Die ganze Weinkultur ist faszinierend, aber da fühle ich mich irgendwie wichtiger. Da kann ich mich einsetzen, da kann ich vielen, vielen Menschen helfen. Auch im Kleinen, das ist eine Qualitätssteigerung. Auch wenn es streng ist, gell. Also, und ich finde allem auf meinem Weg jetzt allem wunderbare Leute, ob das junge Leute sind oder Senioren, die mitfahren, die das Herz nicht verlieren, die möchten allem wieder mitfahren und dann die bauen und die Leute eben unterrichten, im Fliesen legen, in Fenster machen, in Tod und Teufel einfach. Nicht? Und die werden auch nicht mehr losgelassen von der Ortschaft, von der Misere. Und der Sprung tut vielen Leuten gut, weil sie teilweise da gesättigt sind, genommen und sehen die Armut und können sich gut einbringen einfach. Georg Schondorf erzählt mir von der Armut und dem Leben im kleinen Dorf Pomarla, in dem sich der Verein seit fast 20 Jahren engagiert. An die 1000 Waisenkinder leben in diesem Eck Rumäniens unter schlimmsten Bedingungen. Sauberes Wasser, eine Seltenheit, alte Menschen, die sich selbst überlassen sind, weil die Jungen die Dörfer scharenweise in Richtung Hauptstadt oder Westen verlassen. Die Wurzeln seines ehrenamtlichen Engagements sieht der Helfer in seinem Elternhaus. Die Mutter war ein wunderbares Vorbild, auch der Papa. Die waren sehr religiös und die haben das gelebt auch. Die sind nicht gleich Kirchen gegangen und fertig, sondern eben sind Kirchen gegangen und haben eben im täglichen Leben das eingebracht. Die Heilige Schrift, die Zusammenarbeit, die Unterstützung von Mitmenschen, das war ihnen sehr, sehr wichtig. Und als ich ein kleines Gitschele war, waren in der Wohnung waren viele deutsche Soldaten am Ende des Krieges, Deserteure, die leichtgewählt heimgehen und auch viele Südtiroler Buben, die sind da versteckt worden.
Es war praktisch die Oma, dessen Schwester und die junge Mama. Die waren allein daheim, weil der Großvater war in Verbannung in Ferrara. Und die waren damals erschossen worden, als die richtigen Leute oder falsche Leute das mitgekriegt haben. Also es war schon über Generationen, bin ich da irgendwie geprägt worden und möchte es auch meiner Tochter weitergeben, weil sie ist auch per Zufall da geboren worden, im Schlaraffenland, Südtirol. Da sind da zwei Fotos, das ist mein Engel. Er ist noch klein. Weißt du die Enkelin? Nein, meine Tochter. Ah, deine Tochter? Meine Tochter. Die ist da geboren und wächst großartig auch mit vielen Werten. Und das ist ein Kind von drüben, das wächst in Lettenau, gell? Ohne Schulbildung. Die Mutter ist abgehauen, der Papa hat einen Job und muss die Kinder allein lassen. Im Hundetreck unglaubliche Misere in einem Lehmhaus, was teilweise zusammengefallen ist. Und das gibt dir natürlich auch einen Antrieb, weiterzumachen, dem Kind eine Chance zu geben, wie meine Tochter Chance gekriegt hat. Ich befinde mich jetzt hier in Mühlbach oberhalb von Gais. Hier wohnt Elsa Wolfsgruber und vor 20 Jahren hat sie ihren Einschnitt hier erlebt, nämlich das Zusammentreffen mit einem kleinen rumänischen Jungen. Was daraus entstanden ist, ist der Verein Kinder in Not. Sie wollte eigentlich nur wissen, unter welchen Bedingungen zu Hause jenes Kind leben muss, das vorher bei ihr in Mühlbach als Sommerpflegekind eine schöne Zeit verbringen konnte. Das war 1996. Damals entstand der Verein Kinder in Not mit inzwischen 300 Mitgliedern und vielen Firmen und Freiwilligen, die zu Helfern geworden sind. Das ist eigentlich das Schönste, was es gibt, jemandem helfen. Ich bin erst drüben gewesen vor kurzem und habe die Kinder bei mir gehabt. Das ist die schwierigsten Kinder da. Das gibt einem unheimlich viel, wenn man kann in die Kinder helfen, sich das Strollen für die Kinder, in die Kinder drüben, in die weißen Kinder, in dem Fall die Liebe von der Mutter oder von einer Familie, die muss man in den Arm nehmen. Das Strollen, allein wenn ich sage, hast du sie in den Augen, das ist für die alles schon, das ist das größte Geschenk, wenn sie jemand gern hat. Das sind weißen Kinder, die ohne Eltern aufwachsen. Das spürt man bei den Kindern, in denen fehlt da einfach das, die Liebe. Wie war dieser erste Kontakt mit diesem Helfen doch drüben für dich? Was hat es ausgelöst dann, das alles, was danach gekommen ist, dieses Engagement, diese Leidenschaft in dir? Ja, das ist das erste Kind, was ich durch Zufall aufgenommen habe bei mir im Haus zur Erholung im Sommer, habe ich noch zurückbegleitet und habe drüben die Arme gesehen und sie haben niemand wegschauen und haben gesagt, da müssen wir helfen. Und das hat das ausgelöst, dass mir heute noch helfen, nach 20 Jahren. Wenn man da einmal umhebt, man kann es nicht mehr lassen, weil man einfach gebraucht wird. Das kann jeder lernen, jemandem zu helfen. Das war auch beim Georg so, ihn ist mir überzeugt, mir zu helfen. Gell? Das ist, jeder hat das Gute in sich, sage ich, jeder hat einen guten Kern, wenn man darüber spricht. Viele sind dafür, wenn sie oft sagen, nein, das ist die Ausländer, heißt es bei uns allem. Aber wenn man immer nur erklärt oder mit jemandem redet, notieren sie auch die Ideen oder die Gedanken ändern. Wie hast du dich verändert durch dieses Helfen? Gibt es Dinge, wo du sagst, die ich vorher nicht gehabt, durch mein Engagement jetzt im Verein, hat sich das komplett in meinem Leben auch verändert? Ja, man ist zufriedener, wenn man hilft. Die Zufriedenheit, man braucht die auch eigentlich nichts anderes außer Zufriedenheit und die Gesundheit, wenn man hat. Aber es ist die Zufriedenheit, das ist das, was man kriegt, wenn man so etwas tut. Macht das auch glücklich? Sehr glücklich, ja. Der Tag neigt sich zu Ende, hinter den Gipfeln verschwindet die Sonne und hinter mir liegt ein Tag mit beeindruckenden Begegnungen. Ich habe Menschen kennengelernt, die anderen Menschen helfen, beeindruckende Helfergeschichten. Und in Talmud steht, wer einen Menschen rettet, der rettet die Welt. In diesem Sinne haben wir heute Weltretter kennengelernt, die aber vor allem durch diese Nächstenliebe, durch dieses Helfen eines gefunden haben, ihr persönliches Glück. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.